die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit erfährt man die Wahrheit aus der Bibel. Ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Also heute starten wir mit unserem Teil 3 von unserem Thema: Wer ist Jehoshua? Jesus. Bevor ich weitergehe, möchte ich kurz beten. Herr, mein Gott, danke für diese Zeit, für diese Gelegenheit, dein Wort weiterzugeben, Herr. Herr, ich bete, dass du deine Worte in meinen Mund legst und ich bete, mein Herr, dass du jeder, der diese Videos anschauen wird, segnet. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Also, wir hatten letztes Mal mit dem Thema, wer ist Jesus, angefangen. Ziel ist einfach, dass die Leute erfahren, also wer Jehoshua ist. Und ich hatte im Teil 1, also mit dem Namen Jehoshua, angefangen. Einfach gesagt, okay, man sagt also Jesus auf Hebräisch, der Name ist also Jehoshua, der ursprüngliche Name. Und möchte ich gerne also auf diesen Namen gehen, weil da erfährt man noch mehr, wer wirklich Jehoshua ist. Nicht vergessen, dass die Hebräer die Juden also haben, fast überall in der Welt, es gibt die Leute, bekommen also bestimmte Namen und diese Namen haben eine Bedeutung. Und die Namen sind auch schon verbunden also mit ihrer Mission oder mit ihrem Werk auf dieser Erde. Und so war das auch mit Gott. Gott hatte auch also die Namen, bestimmte Namen gegeben und die Namen waren verbunden also mit ihrer Mission oder mit ihren Werken, Dienste auf dieser Erde. Und das ist der Grund, warum ich unbedingt auf Jehoshua zurückgekommen sind, weil da erfährt man mehr, was dahinter steckt, wer wirklich Jehoshua ist. Also nehmen wir unser Bibelvers, unser Basis-Bibelvers, das ist in Matthäus Kapitel 16 ab Vers 13. Da steht, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar Jonas oder Sohn Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Amen. Also es war entscheidend von Jesus zu wissen, was überhaupt seine Jünger von ihm halten. Wer bin ich, hat er gestellt. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jehoshua für dich? In unser zweiten Teil hatten wir mit ein paar Bibelverse gezeigt, dass Jehoshua also der Messias ist. Der Messias ist der Gesalbte und der Gesalbte hat also eine Mission. Diese Mission war, das Volk Israel zu retten. Also der Gesalbte hat also eine Mission bekommen und das Volk hatte ein Gesalbte, also ein sogenannter König. Weil damals also die Gesalbten waren schon also Könige, Propheten oder Priester und hatten sie also einen König erwartet, der das Volk Israel retten würde. Aber der Messias, der Retter, haben wir auch durch ein paar Verse gezeigt, dass dieser Messias, dass dieser Gesalbte Gott ist. Und das ist genau das Ziel, was wir erreichen wollen, also mit dieser Lehre, mit dieser Serie, was wir da machen.
Einfach, dass die Menschen erkennen, wer Joshua ist. Dass Joshua genauso gleich wie Gott ist. Er steht sich sogar gleich mit Gott. In Johannes 14 haben wir das also gelesen. Da steht ganz klar drin, die haben gefragt, Herr, zeig uns den Vater. Und Joshua sagte, ich bin schon lange mit euch und ihr habt mich nicht gesehen. Also die wollten Vater sehen und dann sagte er, aber wer mich gesehen hat, hat Vater gesehen. Halleluja. Aber zurück zu unserem Vers. Joshua sagte etwas entscheidend hier. Petrus bekam die Offenbarung, wer Joshua ist. Und er sagte, du bist der Messias. Du bist der Gesalbte. Und dann sagte Joshua etwas, was du gerade bekommen hast, was gerade geoffenbart wurde. Dies ist von meinem Vater. Das ist vom Himmel gekommen. Liebe Geschwister, es gibt viele Leute, die im Internet oder viele Gemeinden, die diskutieren so, wer Joshua ist. Ah, er ist nicht Gott. Er ist also zweite Teil, also von der Trinität oder von der Dreieinigkeit und. Aber das Wort Gottes sagt uns, wer wirklich dieser Joshua ist. Wisst ihr was? Joshua zu erkennen ist ein Geheimnis. Es ist so ein Geheimnis gewesen. Sogar die Propheten, die Propheten wollten wissen, wer er ist. In der Bibel, das können wir sogar lesen, also in 1. Petrus. Ich gehe mal also in 1. Petrus, Kapitel 1. Petrus, Kapitel 1. Sogar die Propheten wollten unbedingt wissen, wer dieser Joshua ist. Dieses Geheimnis, dieses große Geheimnis. Die haben versucht, die wollten unbedingt wissen. Diese Offenbarung wollten sie unbedingt bekommen. Lesen wir ab Vers 10. Danke, mein Gott. Ab Vers 10 steht, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesen Gnade weissagte. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Also, sogar in Vers 12, ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehrten. Sogar die Engel wollten das Evangelium wissen, dieses Geheimnis des Evangeliums. Was ist überhaupt da drin? Was versteckt da drin? Woher kommt es, dieses Evangelium, dieses Geheimnis? Und in Kolosser, also in Kolosser Kapitel 1, Vers 24, da steht noch über dieses Geheimnis, wer wirklich also dieses Geheimnis ist. Also ab Vers 24, ich lese mal kurz. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Und hier steht also, dass Joshua, dass das Leib Christi also die Gemeinde ist. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. 26. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten
und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Halleluja! Hier sieht man, vorher haben wir gesehen, die Propheten haben geforscht, die wollten unbedingt dieses Geheimnis wissen, die wollten verstehen, was steckt da drin. Sogar unser Herr Joshua hatte gesagt, gesegnet seid ihr, was ihr seht, weil die Propheten haben gehofft, die haben gehofft, sowas zu sehen, aber haben das nicht gesehen, weil das Ganze, dieses Geheimnis für uns, für die Gemeinde Jesu Christi verborgen wurde, damit die Gemeinde Jesu Christi das erfährt. Es wird geoffenbart, also für die Gemeinde Jesu Christi, wer Joshua ist. Halleluja. Und 27 steht, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was das Reichtum der Helligkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Christus in uns ist diese Hoffnung, ist dieses Geheimnis gewesen. Aber die Propheten, die hatten, es steht sogar, die hatten einen Geist, dieser Geist Jesu Christi. Hatten sie einen Geist, also Joshua auch in sich. Aber die wollten noch mehr über dieses Geheimnis wissen. Wer ist überhaupt Joshua? Was ist das Evangelium? Halleluja. Und ich glaube, weiter in Kolosser 2, also ab Vers 1 können wir auch lesen, geht es also weiter also mit dieses Geheimnis. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich aber um euch, um die Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Halleluja. Oh mein Gott. Dieses Geheimnis ist Christus, Joshua Amashia, der Messias. Und er geht weiter, indem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also alle Schätze der Weisheit. Alles wurden in Joshua verborgen. Und deswegen hat er die Frage gestellt, wer bin ich für euch? Und dann, boom, kriegt er also die Offenbarung. Die Offenbarung ist also direkt von oben gekommen. Mein Bruder, meine Schwester, die Offenbarung, zu verstehen, wer Joshua ist, das wirst du nicht in einer Schule bekommen. Das wirst du nicht also in der Theologiestudium bekommen. Das wirst du nicht in der Nähe von irgendwelchen Leuten bekommen. Diese Wahrheit, diese Offenbarung, das kommt von Gott allein. Halleluja. Von Gott, von unserem Vater. Er öffnet uns die Augen unserer Herzen. Wenn du dein Herz also nicht aufmachst, dann wirst du nicht verstehen, wer Joshua ist. Die Leute kämpfen, die wollten unbedingt beweisen, Gott in drei. Einer ist also der Vater, der zweite ist der Sohn und dann kommt also der Heilige Geist und die bekämpfen. Und es bringt die Leute durcheinander. Und da gibt es also viele, die beten erstmal also zu Gott. Und danach, ich muss zu Joshua, also zu dem Sohn. Und dann, okay, der Heilige Geist wird das also für mich. Nein! Joshua ist Gott. Halleluja. Deswegen sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Joshua ist der Vater. Und dieses Geheimnis zu verstehen, da muss man also vom ganzen Herzen erneut werden. Dieses Geheimnis wird nur an wahre Kinder Gottes gegeben. Es gibt Leute, die versuchen, das also unbedingt zu verstehen. Ah, die Bibel sagt sogar, in 5. Mose, Kapitel 29, 28, oder Französisch, also 29, Vers 28, die verborgenen Sachen sind also für,
sind für Gott und die geoffenbarten Sachen sind für uns. Halleluja! In Jesaja 45 also steht sogar, dass unser Herr ist der Herr, der sich verbirgt, er versteckt sich. Aber er offenbart sich also an Leute, die ihren Herzen offen aufmachen und Gott in ihrem Leben annehmen. Halleluja! Diese Offenbarung kommt also vom Herrn allein. Halleluja, in der Schule werdet ihr das nicht finden. Bei irgendwelchen Pastoren oder sowas. Nein, das kommt, wenn man in Wort Gottes geht und sein Herz also aufmacht und sagt, Herr, offenbare dich also zu mir. Ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Halleluja, Halleluja. Und deswegen, wir hatten gesehen, also in Matthäus 16, Vers 16, also steht ganz klar, das hast du nicht, kein Mensch hat mich also sowas geoffenbart. Das wurde also nur von meinem Vater. Und nicht vergessen, jedes Mal, wenn Joshua gesprochen hat, er hat also an zwei verschiedene Arten von Leuten gesprochen. Leute, die sind gekommen, die wollten unbedingt wissen, wer er ist, weil sie etwas also von ihm nehmen wollten. Aber es gibt auch einige, die gekommen sind, weil sie die wollten gerettet werden. Und diese Leute, die wirklich also vom Herzen gekommen sind, Joshua hatte gesprochen, die haben nicht verstanden, aber dann sind sie allein gekommen, wie Nikodemus. Nikodemus ist also zu Joshua allein gekommen und sagt, ich will verstehen, was sagst du da, was ist das? Und dann sagte Joshua, nur wenn du neu geboren wirst, dann wirst du gerettet. Mein Bruder, meine Schwester, dieses Geheimnis zu verstehen, wer Joshua ist, anzunehmen, dass Joshua Gott ist, der Retter ist, da musst du neu geboren werden. Die Leute, die so religiös sind, die sind also in ihren Köpfen also so, wie sagt man, durcheinander. Es wird schwer zu verstehen, also dass Joshua Gott ist. Aber die Schriften sagen uns das. Ich kann euch also nur dieses Geheimnis. Es gibt also einen Vers. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Halleluja. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 sagt uns wirklich also was, wer dieses Geheimnis ist. Amen. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Es ist so schön, über Joshua zu sprechen. Also in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 steht, also, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Halleluja! Dieses Geheimnis, Gott ist Fleisch geworden. Mein Gott, Joshua, du bist so wunderbar. Warum wollen wir Gott begrenzen? Er ist doch bereit, alles zu tun. Er kann, wenn Gott die Sonne erschaffen hat, wenn Gott also die ganze Planeten erschaffen hat, warum kann er nicht als Mensch auf diese Erde kommen? Wenn Gott überall ist, warum kann er nicht als Mensch auf diese Erde kommen? Gott hat sich im Fleisch geoffenbart. Wir können noch, es gibt so viele Verse. Es gibt so viele Bibelverse. 1. Johannes Kapitel 5. Oh mein Gott, jetzt mein Geist ist so, ich fühle mich so froh. Halleluja, Halleluja. Ich möchte dich also preisen, Joshua. Du bist wunderbar. Wenn ich also von dir spreche, ich bin erfüllt, mein Gott. Halleluja. 1. Johannes Kapitel 5. Kapitel 5, mein Gott, ab Vers 20, da steht, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns verständlich gegeben hat. Er gibt das, er sagt, verständlich, nur der Sohn Gottes gibt diese Verständnis.
Und wir haben gesehen, also Petrus hatte das Verständnis also vom Vater bekommen. Oh mein Gott. Oh, Joshua ist Gott. Halleluja. Verständnis erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Halleluja. Oh, ich glaube, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf also mit diesem Video. Hier steht, Joshua ist der wahrhaftige Gott. Was wollen wir noch sagen? Joshua ist der wahrhaftige Gott. Das steht sogar in Johannes Kapitel 1, also in 1. Mose 1,1. Gott hat die ganze Erde erschaffen. Er hat alles erschaffen. In Johannes 1, Kapitel 1 steht, dass Joshua Gott ist. Er hat auch erschaffen. Alles wurde durch ihn gemacht und für ihn gemacht. Halleluja. In Kolosser Kapitel 1, Vers 15 steht auch, dass Joshua auch alles gemacht hat. Oh mein Gott, es gibt so viele Verse. Oh, was sollen wir denn tun? Wenn man das nicht annehmen kann, dass Joshua der wahrhaftige Gott ist, das bedeutet, man versucht, Joshua mit seinem Verständnis zu verstehen. Wie kann es sein, dass Joshua, ich bin mir sicher, also die Leute stellen sich so also Fragen, ja, aber er hat dort zum Vater gebetet, er hat so, mein Gott, wir sind alle auf dieser Erde Milliarden von Menschen, aber im selben Moment, viele Leute können von Joshua erfahren, mit Joshua reden, Joshua sieht sie, wie kannst du Gott begreifen, wie kannst du Gott erklären, meine Gott ist Gott, er ist über alles. Wenn sein Wort aussagt, dass Joshua Gott ist, Joshua der Vater ist, Joshua der ist auch der Schöpfer. Oh mein Gott. Ich weiß überhaupt nicht, also wie ich diese Video also heute nennen werde, bezeichnen werde. Welche Titel würde ich überhaupt da geben? Joshua ist Gott. Joshua ist Gott, der Schöpfer. Alles wurde durch ihn gemacht. Lesen wir noch ein paar Bibelverse. Johannes Kapitel 1, weil die Leute denken, dass wir einfach Sachen erzählen und wir erzählen Sachen, weil wir dir unbedingt also in YouTube sein wollen. Nein, ich möchte mehr von Joshua. Joshua erzählen. Joshua ist mein Gott. Er ist mein Retter. Er hat alles, er macht immer noch für mich. Er hat mich gerettet. Er hat mich also von der Sünde rausgenommen. Und nur durch Joshua bekomme ich also ewiges Leben. Mein Bruder, meine Schwester, komm zurück zu Joshua. Hier sagen wir, Joshua ist Gott. Joshua ist Gott. Halleluja. Halleluja. In Johannes 1, also Vers 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Halleluja. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht alles das geworden ist. Alles wurde durch das Wort. Dieses Wort ist Joshua. Halleluja. Und ab Vers 10, im Vers 10 steht, er war in der Welt. Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also ich springe mal, also ab Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen, jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er hat die Welt erschaffen. Das heißt 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 ist genauso wie hier Johannes Kapitel 1, ab Vers 1. Die Schöpfung, das wurde durch Joshua. Halleluja. Und ich möchte jetzt also aufhören.
Ach, lieber Geschwister, ich wollte euch also heute unbedingt nochmal sagen, Joshua, Jesus, ist Gott, er ist der Vater. Und Gott entscheidet sich also, wie er sich zeigt. Um uns zu retten, hat er sich entschieden, er hat niemanden gefragt. Er hat sich entschieden, als Mensch auf dieser Erde zu kommen, damit wir gerettet werden. In dieser Zeit, Gott offenbart sich. Halleluja. Und er hat diesen Namen Joshua gegeben. Dieser Name ist über alle Namen. Halleluja. Oh, es gibt so viele Verse. Ich werde gerade also von Bibelverse bombardiert. Der Geist Gottes ist, erfüllt mich also von Verse. Oh mein Gott, wenn ich weiter erzähle, wir werden nicht aufhören. Halleluja. Unser Joshua ist Gott, der Schöpfer. Alles wurde durch ihn gemacht und für ihn gemacht. Halleluja. Das ist das Ende also von unserem Teil 3. Wer ist Joshua? Und mit Gottes Gnade, wenn Gott es will, werden wir also weiter mit Teil 4 machen. Und wir haben auch ein paar Lehre über Joshua, die Offenbarung also von Name Joshua. Geht einfach auf unser Artikel, dann werdet ihr auch ein paar Lehre dort also sehen, ausführlich, also detailliert. Und auch die Lüge über die Trinität, die Dreieinigkeit. Gibt es auch so eine Lehre auf unser Artikel, das könnt ihr auch mal lesen. Und ihr seid frei, eure Kommentare zu geben, und für die, die sich also abonnieren wollen, bitte macht das einfach, damit das Wort Gottes noch weiter verbreitet wird. Gott segne euch. Wir sind nicht da, um Leute zu rekrutieren. Wir sagen nicht die Leute, also komm zu uns. Wir empfehlen niemand, kein Mensch, keine Denomination, keine Kongregation oder keine Gruppen oder irgendwelche Versammlungen. Wir empfehlen nur Joshua, der Messias, unser Gott, der Schöpfer. Halleluja. Also Gott segne euch im Namen Joshua. Amen.